Lange haben wir nicht mehr drauf reagiert. Leon Lovelock. Der schwurbelnde Freak. Darf man das noch sagen? Der sonst gerne auf Treppen sitzt und jetzt mit nacktem Oberkörper in Mexiko. Redet davon, dass die Erde eine Scheibe ist. Das wird bestimmt sehr, sehr unterhaltsam. Der Aluhut steht bereit. Wir gehen rein. Eine Scheibe. Ich liebe euch. So. Euch zu Hause ist alles gut. Wir gehen jetzt rein in eine sehr, 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 sehr miese Recherche, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Und zwar die heißt... Die liegt auf mies. Das Video, ist die Erde doch eine Scheibe? Wir trauen uns heute in den Peter rein, meine lieben Freunde. Ja, ich habe extra miese Recherche gesagt, weil ihr wisst ja, dass das mal Thema von einem meiner besten Interviews auf jeden Fall war, was leider nicht mehr online ist und wo dann leider sehr viel Memes und Shitstorm und so entstanden ist, so, obwohl ich das eigentlich... Ja, ich fand's cool, so. Shoutouts gehen raus, Liebe geht raus an Kianusch, wie gesagt, einer meiner geilsten... Ja, stimmt, das hat irgendwann... Wer findet das noch? Das ist ja auch so ein Clown, der Typ. Interviewpartner, die ich je hatte in meiner Comics-Café-Zeit. Wir gehen jetzt in das Video rein, wir bleiben unvoreingenommen, gucken uns mal an, was hier für Argumente geliefert werden. So, wir haben nämlich vor nichts Angst, so, wir beschäftigen uns mit allen Themen, mit denen sich Menschen generell beschäftigen, einfach weil wir wissen wollen, was Menschen so denken und fühlen, und wir verurteilen keine Menschen, weil sie eine andere Meinung haben zu gewissen Themen. Wir hören uns das an. Wir müssen das nicht glauben, wir müssen das nicht übernehmen, aber wir können uns das entspannt anhören, ohne irgendjemanden zu verurteilen. Deswegen, Liebe geht raus auf jeden Fall an die Community. Schreibt eure Gedanken zum Thema unten in die Kommentare rein. Ich denke mal, da wird es einiges geben. Dankeschön, Herr Fallout. Dankeschön für 5 Subs an die Community. Ich liebe euch, Digga. Und der hier so Bernstein hängen, oder was ist das? Nein, das ist Phosphor. Da geht los. Oha, dankeschön für die 1000 Bits. Flovlita Madita. Go. Stell dir vor, ein Mensch, der vorher die Erde und die ganze Welt nicht kannte, wird auf die Erde gesetzt. Dieser Mensch würde natürlich davon ausgehen, dass der Ort, an dem er sich befindet, besser gesagt der Boden unter ihm, vollkommen flach ist. Auch der Horizont, auf den er schaut, spricht vorerst für einen flachen Ort. Da würde ich ihm doch mal generell jetzt einfach erstmal zustimmen, oder? Nö. Er würde vielleicht niemals darauf kommen, dass der Boden gekrümmt ist. Also dass das Objekt, auf dem er sich befindet, eine Kugel ist. Ja, das würde, also hört sich plausibel an, Digga. Wäre, glaube ich, bei allen von uns so. Dieser Mensch bist du. Nur, dass du von Anfang an eingetrichtert bekommst, dass die Erde eine Kugel ist. Hey, was ist denn da wieder los? Oh. Wie klingt das eingetrichtert? Nein, das nennt sich Wissenschaft. Ohne. Ich muss hier rüber. Selbst für dich nachzuweisen. Ja, geh doch mal auf die Spitze eines Berges, dann siehst du auch die Erdkrümmung, wenn du ganz weit oben stehst, sagen wir mal so ein 8000er. Was macht denn der? Der raucht irgendwas. Oh shit, man, Alter, wir sind da. Lange Zeit bevor die Kugelgestalt der Erde als bewiesen galt, gab es schon Schriften, die das besagten. Aber auch hunderte Jahre vor Christus gingen schon Pythagoras und Aristoteles von einer Kugelgestalt der Erde aus. Und Eratosthenes von Kyrene schaffte es sogar, den Umfang der Erde zu berechnen. Zur Zeit von Kolumbus war die Sache immer noch nicht Zuki, dankeschön. Ganz geklärt. Aber Jahre später lieferte Fernando Magellan den ersten handfesten Beweis dafür, indem er die Erde einmal umsegelte. Angeblich. Auch dass die Erde... Oh Gott. Kann er eigentlich nichts anderes als irgendwas Unqualifiziertes, danke Red Arrow, dazwischen rülpsen, angeblich?
nicht im Mittelpunkt des Universums steht, wurde schon vom griechischen Mathematiker Aristarchos von Samos vermutet. Warte mal, bevor wir jetzt richtig mies reingehen in die Recherche, ich will mal kurz das Feedback aus dem Chat rausholen, Digga, weißt du, wie ich meine? So, Freunde, wer von euch glaubt, dass die Erde flach ist? Eins in den Chat, Digga. Exposed euch, ja, Maniacs. Kopernikus 1000 Jahre später seine Untersuchungen bestätigen konnte. Er zeigte aber nur wenigen Menschen diese unglaubliche Erkenntnis. Später, als Galileo Galilei nochmal Beweise für die Bahnbewegungen der Planeten um die Sonne brachte, wurde von der Kirche dies als Gotteslästerung weggedrängt. Und mit laufender Zeit konnte man sowas aber nicht weiter wegdrängen, spätestens als Isaac Newton das Gravitationsgesetz rausbrachte. Gotteslästerung, die haben den doch erhängt dann, ne, den Galilei? Seitdem waren die Menschen schon auf dem Mond, was ein unfassbares Ereignis. Angeblich. Oh nein, ich wusste, dass er da wieder. Oh, es ist so unerträglich. Und die Kugelgestalt der Erde scheinbar endgültig bewies. Beste Antwort weder noch. Feier ich hart. Das ist ein Insider, Digga. Wer weiß, der weiß. Weil er weiß ja schon. Nimmt er eigentlich Drogen? Wenn nicht, sollte er vielleicht. Kommen wir wieder zurück auf heute. Es gibt noch eine ganze Gruppe von Menschen, die sagen, die Erde ist doch eine Scheibe. Die sogenannten Flacherdler. Die jutzten Flachis, Digga. Ich nenne sie Flachis. Ich finde es gut, dass er nach Mexiko ausgewandert ist. So haben wir unsere Ruhe. Schaut uns gehen raus an alle meine Flachis, Digi. Angeblich soll man uns die Scheibenform der Erde verschweigen wollen. Nun zeig sie doch mal. Bin schon ein kleiner Hacker. Bro, ich sag dir ehrlich, wie Keanu den Talk aufgebaut hat in unserem Interview, war der Hammer, Bruder. Ich schwör's dir, das war der Hammer, Digga. Hatscher, danke. Ey, die Memes waren auch brutal funny, Digga. Muss man so sagen. Ich wette mit dir, der hat auch selber mal darüber gelacht, so. Nein. Wie er noch in seinem. Mit dem Glas, so. Mit dem Strohhalm im Glas. Bester Mann, Walla. Ist das eine Fälschung? Ein bisschen seltsam sieht es ja schon mal aus. Was sieht denn daran seltsam aus? Das Problem ist aber, dass außer Astronauten niemand die Welt da oben... Dieses Bild hat man doch auch mal genommen, jetzt mal ehrlich, Digga, in Photoshop irgendwie gepackt und dann den Kontrast verändert und gesehen, dass es im Nachhinein eingefügt wurde, oder? Oh, ich kann nicht mehr. Wieso sagt man denn sowas Dummes? Sowas Dummes. Wie dumm muss jemand sein, um so etwas zu sagen? Genau. 1969 gab es kein Photoshop. Man kennt es. Täusche ich mich da? Schwerelosen, ja. Und dunklen Raum erlebt hat. Und solche Bilder erstmal... Das ist auch ein gutes Ding hier. Das stimmt aber, was er sagt hier. Hör mal zu. Ein bisschen seltsam sieht es ja schon mal aus. Das Problem ist aber, dass außer Astronauten niemand die Welt da oben im schwerelosen und dunklen Raum erlebt hat. Und solche... Wieso? Wir haben doch Wetterballons hochgeschickt. So. ...da erstmal eine fremde Welt darstellen. Wenn man diese Theorie hört, dass die Erde... Vielleicht Aliens noch. ...tatsächlich eine Scheibe ist, kommen einem erstmal tausende Fragen in den Kopf. Ja, warum bist du so ein Idiot und glaubst so einen Scheiß? Diese Fragen gehen wir jetzt mal durch. Gehen wir mal rein, Digga, ich bin gespannt. Als allererstes sollen alle Bilder und Videos von der Erde eine Fälschung sein. Die NASA also eine richtige Lügenorganisation. Fühl ich? Aber natürlich. Es ist so maximal unerträglich, wie er jedes Mal seinen Senf dazu gibt. Er reagiert gar nicht, sondern er rülpst immer irgendetwas rein.
natürlich dann nicht nur die NASA. Auch alle anderen Sonden fälschen durchgehend Bilder, zum Teil auch private Unternehmen, die ihre Satelliten in 600 Kilometer Höhe fliegen lassen. Auch alle Videos, Livestreams, viele Nachrichten, Dokumentationen, Lehrbücher und so weiter müssten alle gefälscht sein. Das ist halt schon hart, Digga, wenn du so überlegst, weißt du? Ist das möglich, Digga? Gehe ich von aus. So. Es wird immer dümmer. Es wird immer dümmer. Ich gehe davon aus, dass das möglich ist auf jeden Fall. Ist das der Fall auch, dass die wirklich alles gefälscht haben? So, weiß ich halt nicht. Die, wer ist denn die? Weiß es nicht. Seit 1946, als das erste Foto aus dem Weltall gemacht wurde, müssten alle Weltraumorganisationen mit in diesem Plan verwickelt sein. Unmöglich ist... Dann stellt sich auch die Frage so, warum? Woran hat es hier liegen? Warum sollte man da sich so einen Film geben, so einen Riss geben? Weißt du, ich meine, das ist halt schon... guck mal, wie viele Sachen du quasi fälschen musst. Alle Fotos, alle Videos, alle Weltraumorganisationen. Alle Bücher, alles, du musst alles, weißt du, was ich meine, das ist schon ein heftiger Aufwand, so. Ich krieg einfach nur Kopfschmerzen. Ja, für diese eine Lüge, so. Ja, erstmal nicht, aber schauen wir mal weiter. Die nächste Frage, warum bis jetzt niemand von der Scheibe gefallen ist, wird damit beantwortet, dass am Rand der Erde eine Eiswand ist. Ja, schau, das hier, das ist die Scheibe. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Also wir haben jetzt hier, das hier ist Afrika. Europa. Das hier ist das hier in Nordamerika. Und das ist, glaube ich, Japan. Um Pearl Harbor zu überfallen, sind die also so weit geflogen. Ja, klar. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Antarktis, wo man wegen dem Antarktis-Vertrag auch gar nicht hinkommt. Wegen des Antarktis-Vertrages. Was? Man kann schon auf die Antarktis, aber in gewisse Gebiete kommst du nicht rein. Spellruler, dankeschön. Nein, so. Hinter dieser hohen Eismauer genau. Aber die Frage ist auch, das müsste man jetzt halt auch mal selber testen, dass wenn du jetzt, egal in welche Richtung auf dem Meer zum Beispiel irgendwo hinfährst, so, dass du dann immer auf eine Eismauer triffst. So. Weißt du, müsst ihr. Bitte. Leon. Bitte mach das. Du wohnst in Mexiko. Das ist nicht so weit weg. Mach das. Und wenn du es bewiesen hast, dass die Erde eine Scheibe ist, zahle ich dir die Reise. Wenn der Beweis erbracht ist, Reise auf meinen Nacken. Zur Not mache ich OnlyFans, um das zu finanzieren. Ja, dann so sein. Weiß nicht. Soll, ist noch meist Spekulation. Es gab aber Menschen, die dort waren. Diese müssten dann natürlich auch mit den anderen unter einer Decke sein. Genau in der Mitte der scheibenförmigen Erde soll dann logischerweise die... Das war Neuseeland? Ich dachte, das hier sei Neuseeland. Das da ist doch Japan, oder? Wo ist denn Japan? Oder ist das hier? Nein, Japan ist hier. Ihr habt recht. Das hier ist Japan. Hui, das ist aber eine weite... Das ist Indonesien. Ach komm, leck mich am Arsch. Weil wo ist denn hier jetzt Japan? Alter, teuer. Scheiß doch drauf. Das ist mal crazy. Keine Ahnung. Ich bin an die runde Erde gewohnt. Wo ist denn sonst Japan? Fehlt Japan einfach. Das ist nicht Japan, das ist Australien. Neben China. Das hier. Stimmt. Trotzdem weiter Flug. Arktis sein. Menschen, die angeblich die Welt einmal umsegeln, sollen in Wirklichkeit, ohne es zu wissen, eigentlich einmal ringsherum fahren, weil eine Strömung dort herrscht. Oh Gott. Nicht aus. Okay.
bei einer Flugzeughöhe könnte man eigentlich... Das ist halt, das muss man auch ganz klar dazu sagen, das ist halt eine richtig heftige Community geworden, diese Flacherdler-Jungs-Innen. Und meine Mods verarschen mich auch noch und schicken mir auch noch so einen scheiß Pfeil. Simono, dankeschön. Ja, da braucht man halt einfach auch gar keine Feinde, wenn man solche Mods hat. Die sind hart unterwegs, Digga, weißt du, wie ich meine? Die haben richtig auch Wissenschaftler mit dabei und so und haben da Millionen, die suchen ja schon lange voll viele Argumente und so, weißt du, was ich meine? Also man muss auch da schon, wenn du mit solchen Leuten in eine Debatte zum Beispiel reingehst, dann musst du schon gewappnet sein. Musst du schon einige Drogenintos haben, um das auszuhalten, ja. Nein, weil die sind schon heftig drin in dem Laden so. Rechnerisch bei einem wolkenfreien Himmel die Erdkrümmung sehen, wenn man genau hinschaut. Tut man doch ja. Flacherdler begründen die Krümmung, die ab einer bestimmten Höhe zum Beispiel durch Kameras zu sehen ist, mit Fischaugenlinsen, wodurch so diese Wölbung entsteht. Ist halt wirklich so, dass die meisten Aufnahmen mit Fischaugenlinsen gemacht wurden, so weißt du? Ich krieg Schmerzen, ich halte das nicht aus. Das Problem ist halt, dass ein paar von den Argumenten halt doch echt gute Argumente sind. Nein. Weißt du? Nein. Und auch die Scheiben am Flugzeug Nein. zum Beispiel sind gewölbt, so, dass du eventuell dann mal eine Krümmung siehst, aber du siehst keine Krümmung. Weil ich glaube, wenn du guckst, ab welcher Höhe du eigentlich erst eine Krümmung siehst, da fliegen keine Flugzeuge, da musst du über diese Höhe hinaus. Das ist Unsinn. Das ist himmelschreiender Unsinn. Wir auch in so einer Höhe keine flache Erde sehen können. Was ist mit der Gravitation? Sie ist der Grund, warum etwas auf dem Boden fällt, wenn wir es loslassen. Wir wieder auf dem Boden landen, wenn wir springen. Durch die Gravitation des Mondes gibt es Gezeiten auf der Erde. Auch dreht sich der Mond um die Erde und die Erde um die Sonne. Die Erde... Was auch heftig ist, ist so, wenn du guckst, wie schnell sich die Erde auch um die eigene Achse dreht und so. Wie heftig das ist und dass wir... Ja, dann fliegen wir alle runter. Einfach 0% davon spüren, ist auch schon krass, Digga. Weißt du, wie ich meine? Leon Lovelock gehört zu den Leuten, die glauben, dass wenn wir im Flugzeug so mit 900 km/h fliegen, dass wir das auch spüren. Oder im Zug, die 300 km/h, die spüren wir. Früher haben Leute auch geglaubt, dass man ab 20 km/h stirbt. Ja. Ich find's nur krass. Wegen der Gravitation auch überhaupt rund. Und das alles gilt auch für die restlichen Planeten. Flacherdler glauben, dass es keine Gravitation gibt, sondern die scheibenförmige Erde sich ständig als ganzes Objekt nach oben bewegt. Und so diese Physik entsteht. Oh shit. Es wird immer dümmer. Wo denn nach oben? Echt? Das höre ich zum ersten Mal. Das heißt, dass wenn wir springen, wir nicht wieder auf den Boden fallen, sondern der Boden zu uns fliegt. What the fuck, Digga, echt jetzt? Das hört... Das ist auch Unsinn. Da hat jemand auch in Physik nicht aufgepasst. Wenn ihr im Aufzug unterwegs seid, könnt ihr doch auch springen. Sonst könnt ihr beim Aufzug ja nicht springen. Hey, das ist... Ich frage mich, warum... Was? Welche Schule? Wo? Was ist da schiefgelaufen? Na, die Juden sind dran schuld, stimmt. Hört sich erstmal schwachsinnig an, ist aber ist auch schwachsinnig. Auf das ganze System übertragbar. Wir empfinden die geheimnisvolle Gravitation, die die Wissenschaftler so endlos fasziniert, ja als eine Kraft, die uns ständig zu sich zieht. Also so etwas wie eine 9,81 Meter pro Sekunde, oder? Wenn ich mich nicht täusche, ist G. Da hat er wohl doch in seinem Physikstudium einmal kurz aufgepasst.
Ach, das ist auch noch falsch. Ich dachte, das war richtig. Das ist, mit der Geschwindigkeit fällt man runter, ist der Fall, oder? Im Vakuum. Einer war falsch. Ist egal. Deswegen hat er auch Physik nicht bestanden. Ich würde es auch nicht bestehen. Steht für alle Objekte. In dem Zusammenhang, welche Kraft diese ist, die die Erde nach oben drückt, wird oft ohne wirkliche Argumente die noch rätselhafte dunkle Materie erwähnt. Isaac Newton beschrieb als erster im 17. Jahrhundert die Gravitation mit einer mathematischen Formel. Was ist mit den wissenschaftlich bewiesenen Gesetzen, die auf Gravitation beruhen oder sie benutzen? Zum Beispiel die Relativitätstheorie von Albert Einstein. Ketosekrieger, danke schön für 5 Gifted-Subs. Einstein hat doch ein wenig auch Newton widerlegt. Dann müsste Albert Einstein zum Beispiel auch mit im Geschäft sein. Und noch viele andere Wissenschaftler und ihre bewiesenen Theorien auch. Ich meine, Albert Einstein hat vor seinem Tod seine eigene Relativitätstheorie auf jeden Fall hinterfragt, so. Warum habe ich mir das angetan, diese Scheiße? Das steht fest, das weiß ich. Nein, das steht nicht fest. Du redest Unsinn. Hat das nicht hinterfragt. Die Quantenmechanik vielleicht, aber nicht die Relativitätstheorie. Welche denn, die einfache oder die spezielle? Ja, den Unterschied kennt er nicht. Keiner von euch weiß, dass G 9,81 Meter pro Sekunde waren es doch, oder? Ich habe damit früher viel gerechnet in Physik und so. Ach, deswegen bist du durchgefallen. Wir wissen endlich, warum er Physik nicht bestanden hat. Ja, ich studiere auch nicht Physik. Ich muss nicht bestehen. Er hat Physik studiert. Dass das immer noch im Kopf drin ist. Ich glaube. Ich sabber jetzt schon vor. Das ist richtig, Digga. Da muss ich mir das selbst verifizieren, wenn hier im Chat keiner Bescheid weiß. Ja. Nämlich mit der sogenannten Erdbeschleunigung von 9,81 Meter pro Sekunde. Im Quadrat. Er hat oben die hoch 2 nicht gesehen. Ist ja einfach alles, was er gerechnet hat, war falsch. Er hat einfach alle seine Prüfungen nicht bestanden, weil er die falsche Einheit gewählt hat. Vesio. Der Lovelock ist stabil, Digga. Was Mathematik, Physik und so angeht, da ist er auch nach 10 Jahren noch stabil. Wir haben kurz mal entdeckt, warum er seine Scheine nicht bestanden hat in Physik. Was ist mit der Sonne? Durkinger King. Dankeschön. Die Sonne soll auch viel kleiner und viel näher zur Erde sein. Und zwar soll sie genau wie der Mond auch einen Durchmesser von rund 51 Kilometern besitzen und einen Kreis 4000 Kilometer über der Erde machen. Warum es wird einfach immer dümmer. Man dann aber die Sonne am Horizont untergehen. Die Jahreszeiten würden dadurch entstehen, dass die Sonne mal eine kleinere und mal eine höhere Entfernung zur Erde hat. Fliegt die Sonne dann also ständig mit der Erde nach oben? Einige denken aber auch gar nicht an diese Details, sondern halten sich nur eindeutig daran fest, dass die Erde flach ist und das Genauere noch nicht erforscht ist, weil die Möglichkeit uns ja gar nicht gegeben wird, darüber mehr zu erfahren. Ist ein skeptisches Video, Digga. Das ist Müll, das Video ist einfach nur Müll. Nicht schlecht, weißt du, wie ich meine? So, deswegen ziehen wir uns auch das auch rein, so, weil diese Dokumentation von diesen miesen... Dokumentation.
tiefen Flacherdlern, Digga, die sind immer so ein bisschen, die sind mir zu mystisch aufgebaut, so. Die gehen gar nicht auf vernünftig auf Argumente ein, das wirkt dann immer so religiös für mich, Digga. Das ist schon so wie eine Religion geworden, weißt du? So. Deswegen, eigentlich stabiles Video, oder? Was sagt ihr? So gibt es sogar einige, die glauben, dass der Mond nur ein Hologramm ist. Aber was ist mit dem Fakt, dass der Mond von der Südhalbkugel aus andersherum zu sehen ist, also grob gesagt auf dem Kopf steht? Ja, hier bei mir. Bei mir steht der Mond auf dem Kopf, Digga. Ja, und bei Massiv ist der Mond ins Ghetto gekracht. Ich schwöre dir, geil. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich so, what the fuck, Bro? Wie jetzt, Digga? Einfach Mond andersrum. Erster Tag Tulum, so. Ich guck so. Hä? Sowas habe ich noch nie gesehen. Dieses Phänomen kann doch nur bei einer Kugel stattfinden. Stimmt eigentlich. Krass. Darüber habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht. Was ist mit den zum Teil sehr einfachen und kleinen Beweisen? Wie zum Beispiel das Experiment mit dem Foucault'schen Pendel. Aber das ist halt schon wild. Weißt du, wie ich meine, so? Dass du einfach so auf den Kopf unten dran kleben kannst, so. Ist halt krass. Wie auf dem Kopf. Ja, der Mond steht auf dem Kopf hier in Mexiko. Also aus deutscher Sicht. Das ist anders. Die Sichel und so. So, von unten. Sowas hast du noch nie in Deutschland. Genau, in Mexiko ist er ein Quadrat. Gesehen, wenn die Sichel so von unten geht. Das ist crazy. Sehr einfachen und kleinen Beweisen. Wie zum Beispiel das Experiment mit dem Foucault'schen Pendel. Diese werden einfach gar nicht betrachtet. Krass, Mann. Ey, Deus, wäre geil, wenn hier heftige Flacherdler am Start gewesen wären. So. Es sind nicht viele miese Flacherdler hier im Chat, glaube ich, heute. Normal haben wir immer ein paar miese Jungs hier, so die... Ich muss das schneller machen, ich halte es sonst nicht aus. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, dass es nicht einen im Chat gibt, der sagt, nein, Bruder, Sohn. Bei diesem Experiment geht es darum, durch ein Pendel die Rotation der Erde zu zeigen. Der französische Physiker Léon Foucault hängte in seinem Zimmer ein Pendel auf und ließ es hin und her schwingen und markierte seine Bahn. Auf das Pendel wirkten keine weiteren Kräfte, außer die Schwerkraft. Aber er beobachtete, dass das Pendel mit der Zeit an anderen Stellen vorbeischwang, also die Schwingungsebene des Pendels sich langsam drehte. Krass. Ja, liegt vielleicht auch daran, dass Luft dort auch ist und er atmet und deswegen Verwirbelungen stattfinden. So kam er zum Ergebnis, dass es nicht das Pendel war, welches seine Richtung änderte, sondern der Boden, also die Erde. Heftig. Mary fragt gerade, sieht man den Mond in Mexiko auch am Tag? Ja. Dieses Experiment führte er dann öffentlich mit einem größeren Pendel den Menschen vor. Heute kann man diesen... Warum? Achtung jetzt. Jetzt willst du mir bestimmt damit was sagen, oder? Erzähl mal. Das ist eine Sache, das habe ich gestern in einem Video gesehen bei Reels sogar. Da waren so zwei Jungs, die haben so einen Witz gemacht, der sagt, ey, die Erde ist flach und so. Wie kann das sein, dass wir den Mond und die Sonne gleichzeitig sehen? Irgendwie. Sonne hat noch gescheint und Mond war auch da. An vielen Orten. Bitte nicht. Der Erde beobachten. Oder sogar selber für sich durchführen. 1849 veröffentlichte der Autor und Erfinder Samuel Rowbotham das Buch Synthetic Astronomy, wo er der festen Meinung ist, dass die Erde eine Scheibe ist. Und er hatte sogar viele Anhänger. Seit 2015... Was man ganz klar sagen muss, ist, dass der größte Teil der Menschheit dachten wir, dass die Erde flach ist, so. Das war früher Common Sense, so. Weißt du, ich meine, das ist relativ neu, dass wir sagen, dass die Erde rund ist oder das bewiesen haben, quasi so. Allein deswegen finde ich es auch ein bisschen heftig, wenn man dann Leute, die das immer noch glauben oder vielleicht diese Theorie im Kopf haben, vielleicht nicht hundertprozentig überzeugt sind, aber das einfach so aktuell deren Glauben ist, dass man die dann diffamiert oder als dumme Menschen hin... Ja, es sind dumme Menschen. Es gibt auch Menschen, die glauben, dass man durch Onanie einen Rückenmarkschwund bekommt. Das hat man noch vor 50 Jahren geglaubt. Oder dass Frauen dümmer sind als der Mann. Oder man hat auch vor 200 Jahren geglaubt, dass Menschen mit schwarzer Hautfarbe Tiere sind und keine Menschen. Ja, wenn ich die jetzt als Rassisten beschimpfe, dann diffamiere ich sie ja. Lächerlich. Hinstellt, so, weißt du? Ich finde es ein bisschen übertrieben, wie man mit Leuten umgeht, die ein bisschen crazy denken oder andere Ansichten haben. Im Endeffekt ist es doch egal, ob rund oder flach. Wir müssen unsere vereisten Herzen wieder öffnen, fühle ich. Dies wieder von irgendjemandem aufgefrischt und diesmal sind so viele überzeugt, dass man es erst gar nicht glaubt, dass sie es ernst meinen. Und sie sind sogar bereit, darüber auf einer wissenschaftlichen Ebene zu diskutieren. Wissenschaftlicher Ebene? Das ist gut, Digga, diskutieren. So welche Videos feiere ich hart, wenn Flacherdler mit anderen Wissenschaftlern, die anderer Meinung sind. Flacherdler-Wissenschaftler mit Wissenschaftlern, die anderer Meinung sind. So. Flacherdler sind keine Wissenschaftler. Das ist voll interessant, Digga. Wenn die beide auch gute Argumente haben und nicht irgendwie verrückt klingen, sondern einfach so versuchen, plausibel ein paar Sachen zu sagen, so feiere ich. Die Technologie ist so weit, dass man live mit dem Smartphone, welches man in seiner Hosentasche trägt, beobachten kann, wie eine Sonde die Erde umkreist. Was?
Das halte ich für ein Gerücht jetzt hier. Viele für fragwürdig. Nur kann man doch leicht herausfinden, ob die Technologie wirklich so weit ist, indem man sich damit beschäftigt, diese Sachen studiert und so weiter. So könnte theoretisch... Macht halt keiner, weißt du? Ich auch irgendwann... Doch. Millionen Menschen machen das. Nur Leon Lovelock nicht, weil er durchs Studium gerasselt ist. Der Zeitpunkt kommen, wo sich jeder im Laden... Auch die Leute, die sagen, dass die Erde rund ist, machen nicht selber Experimente oder so, weißt du? Euro. Bei den meisten, die das sagen, die sind das, bei denen ist das auch nur ein Glaube. Bei denen ist das wirklich so, dass das einfach beigebracht wurde. Das ist dumm. Eingetrichtert wurde und dann bleiben die halt dabei so. Die meisten beschäftigen sich nicht wirklich mit dem Thema. Was zündet der Trottel da an? Crack. ...kaufen und in den Weltall zu anderen Planeten schicken kann. Deswegen flasht es auch, wenn zum Beispiel ein Flacherdler, ich weiß noch, als der erste Flacherdler, ich sag keinen Namen, Digga, mich konfrontiert hat, so, weißt du, und du dich selber noch nie damit auseinandergesetzt hast, dann bist du auch erstmal geflasht, also dann denkst du dir, what the fuck. Dann denkst du dir, was ist das für ein Idiot? Dann Argumente und so, und du hast dich selber noch nie damit auseinandergesetzt und denkst dann, krass und so, weißt du? Das schickt dann einen voll. Wir Menschen halten mittlerweile alles für eine Verschwörung, weil man uns oft belogen und betrogen hat. Nein, das nur ein paar Trottel halten das. Dem, was in den Medien gesagt wird. Hä? Wir haben kein Vertrauen. Was ist mit Sound jetzt los auf einmal? Videosound ist komisch geworden. Wir Menschen halten mittlerweile alles für eine Verschwörung, Sound weil ist man uns oft belogen und betrogen hat. Facts. Sound ist ein bisschen flach, wenn ich das so sagen darf an der Stelle, wa? Was in den Medien gesagt wird. Wir haben kein Vertrauen mehr. Deswegen ist die Verbindung zu Gott so wichtig, meiner Meinung nach, so weißt du? Oh Gott, das wird immer blöder. Weil wenn du von den Leuten, denen du immer vertraust hast, angelogen wirst von vorne bis hinten, egal von Politikern, von Ärzten, von... Oder von Leuten, die sich auf irgendwelche Treppen setzen und was über Corona schwurbeln. Pharmaindustrie, von Musik, von ganz vielen Sachen halt. Ja genau, alle lügen. Das ist Leon Lovelock hat, das ist, wie ich ja sage, das ist dieses Geisterfahrer-Syndrom. Er hält alle für Geisterfahrer, dabei ist er der Einzige. Geschichte, Lehrer, wenn du halt von überall aus angelogen wirst, dann wirst du halt so einer, der niemandem mehr vertraut. Deswegen ist es wichtig, Gott zu vertrauen. Nö. Wir müssen eine Verschwörung logisch von allen Seiten betrachten, bevor wir es zu einer Wahrheit machen. Aber anscheinend gehört das zum Plan, um von echten, meist politischen Lügen, wie zum Beispiel der Klassiker 9/11, abzulenken. Was hat der mit dem Sound gemacht, der Cousin? Aber der Witz war gut, oder? Der Sound ist ein bisschen flach. Das sind aber Lügen, die fatale Konsequenzen haben. Lügen, deswegen dann... Geil, Digga, hier, jetzt haben wir einen da, Digga, einer ist da. Chuck sagt, leider hast du bisher noch keine gute Doku zur flachen Erde gesehen, nur so Mainstream-NASA-Zeug. Alright, man, Alter. Das ist dieser Kanal Interessante Welt. Wir haben uns da schon Videos reingezogen über Chemtrails, über ganz viele andere Sachen. Ja, alles scheiße. Sachen, Thematiken. Und es ist jetzt kein Mainstream-Kanal und vor allem kein NASA-Kanal so. Millionen von Menschen sterben. Das sind die Lügen, die man aufdecken muss. Es gab keine Lügen bei 9/11. Man muss die Wahren von den Falschen unterscheiden. Deswegen könnte es sein, dass diese im Endeffekt falschen Verschwörungen absichtlich in die Welt gesetzt werden, damit dann genau die, die mit einer Verschwörung dann recht haben, nicht ernst genommen werden. Das ist ein gutes Argument, Digga, ich schwör's dir, so sehe ich das nämlich auch. Schön um die Leute... Ich mach gleich noch was für die Uni. Leute, die dann... Das macht das dann halt alles unglaubwürdig, weißt du? Ich könnte mir das vorstellen, dass es auch Verschwörungen gibt, die extra etabliert werden, damit wir uns erstens mit Sachen beschäftigen, die keinen Sinn machen und die zu nichts führen und zweitens dann die Leute, die sich auch damit beschäftigen, dann nicht mehr ernst zu nehmen sind, so weißt du, wie ich meine? Das kann schon sein. Ich kann auch nicht mal Alexander Raue gleich sehen, weil ich... Es ist... Meist alle absurden Verschwörungen in denselben Topf, wo auch die Wahrheiten sich befinden, um alles wertlos zu machen. So schafft man es, Leute wie euch, also Leute, die die Wahrheit suchen, lächerlich zu machen. So. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Das war's jetzt. Das war's gewesen, meine lieben Freunde. Entspannte Geschichte auf jeden Fall. Ist die... Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Werdet doch eine Scheibe, ja? Schreibt eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt stabil. Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist das hier. Walla Krise. Es ist so unglaublich dumm. Es ist so unglaublich dumm. Deswegen abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, lasst ein Like da. Warum habe ich dieses Video rausgesucht? Jetzt bin ich wieder den ganzen Abend frustriert, was für dumme Menschen es gibt.